Hey ho, meine Lieben, wir machen heute ein Burger Sandwich Quattro Hawaii. Ja, oder auch ein Frustburger. Warum Frustburger? Das Positive war, ich bin heute sehr früh aus dem Bett raus. Hab für die Jugend Möbel geholt. Also die ersten Möbel sind unten in der Bude angekommen. Wunderbar, freut mich. Hoffentlich sind sie bald da. Und ja, das andere, danach wollte ich was lackieren und habe es total verkackt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und ich habe jetzt Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen oder fast nichts. Und deswegen machen wir heute den Quattro Hawaii. Und ich denke, heute wird er nicht verpfeffert. Ja, und dabei möchte ich noch ein paar Sachen gleich testen. Habe ich einfach mal eingekauft, um das auszuprobieren, damit ihr wisst, wo ihr dran seid. Solltet ihr auch einmal was Schnelles machen wollen. Und dann Leute, habe ich hier von Vitanina Kristallsüße noch ein Päckchen bekommen. Es wurde angekündigt, aber das ist mal verdammt schwer. Und da schauen wir jetzt zuallererst rein, was da drin ist. Ja, damit ich dann weiß, was ich daraus noch basteln kann. Also, packen wir aus und dann lege ich mit dem Burger los. Burger Sandwich. Sandwich Burger. Tja, ich wurde eben wieder mal angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse daran hätte, das mal auszuprobieren. Und ja, man hilft ja den Leuten auch gerne und ja, meistens kommen ja dann verdammt leckere Sachen dabei raus, wo ich dann an euch weitergeben kann. Servus, lieber Michael, Grilljunkie, das sind meine Spezialitäten. Lass sie dir gut schmecken. Handgemachte, süß, scharfe Grüße aus Dorfen. Okay. Vorstellung und Muster von Vitamina. Lieber Michael, ich setz mal Brille auf, Leute. Man wird alt, man wird wirklich alt. Hinter der Marke Vitanina steht eine liebevoll geführte Manufaktur im oberbayerischen Dorfen, die im Jahr 1996 in Zusammenarbeit mit einer Naturheilpraxis gegründet wurde, wo Ernährung eine große Rolle gespielt hat. Die Beschaffung von Alternativen gehört zum täglichen Brot und war damals schwierig, zumal es noch kein Internet gab. So wurde aus der Not heraus eine Praxis-Drogerie gegründet und eigene Rezepturen erstellt. Hauszucker ersetzen, Tiefensalz aus Deutschland. Oh ja, okay. Schauen wir mal. Tiefensalzgarten, Fingersalz für Feinschmecker. Oh, das werden wir mit Sicherheit ausprobieren. Reagenzgläser, ich find's geil, habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Tiefensalzfeuer scharf. Ja, werde ich mit Sicherheit halt nicht für meinen Burger verwenden. Was haben wir hier Schönes? Tiefensalzpommes. Also das werden wir wirklich alles ausprobieren. Was ist denn das Schönes? Rotweinsalz. Die Salzmühle für Feinschmecker. Okay. Rotweinsalz habe ich auch noch nie gehört. Oh, Lieblingssoße, würzig, pikant, limitierte Ausgabe nur 1. Aus heimischen Tomaten für die vegane Ernährung geeignet. Okay, das untere lassen wir jetzt weg. Für die Ernährung geeignet. Okay, gut. Da werden wir bestimmt was Leckeres draus basteln. Ah, das ist der Senf, was er mir gesagt hat. Süß-scharfer Senf ohne Zuckerzusatz. Für die Ernährung geeignet. Wunderbar. Also, vielen Dank, Nina. Ich freue mich drüber. Werden wir alles mal austesten. Und natürlich, ja, mit im Video verwenden. Ganz klar. Nächster Step, Utensilien. Für meinen
Quattro Sandwich Burger Hawaii. So, Freunde, dann haben wir hier erst einmal 3 Scheiben Toastbrot. Jawohl, 3 Scheiben. Dann haben wir ein Curry. Und ihr wisst ja, ich kaufe gerne mal beim Penny ein. Liegt bei mir immer auf dem Weg. Deswegen habe ich auch wieder diesen Butcher's Burger Cheese. Die Scheiben brauche ich ja alle. Dann habe ich hier, lacht jetzt bitte nicht, aber ich wollte es jetzt unbedingt ausprobieren, diese Ketchup-Scheiben. Ich habe sie einfach einmal mitgenommen, um das für euch auszuprobieren, ob das was taugt. Eigentlich ist es ja der absolute Witz, wenn man eine Tube nehmen kann, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Tja, und was ich noch eben von denen ausprobieren wollte, waren einmal diese fertig gepressten Patties. Ja, sprich, ich kann es schon mal gar nicht verpfeffern. Maximal zu viel Curry draufhauen. Okay, Leute, dann packe ich die Dinger aus und dann schmeißen wir die gleich schon auf den Opti-Grill. Halt, halt, bevor ich die jetzt auf dem Opti-Grill einfach drauf schmeiß, bevor das wieder alles so rasend schnell geht, Leute, schaut euch den Scheiß, hätte ich jetzt fast gesagt, an. eigentlich wirklich ein Witz, ein absoluter Witz für das bisschen Ketchup, so eine Verpackungsmenge. Nein, sage ich jetzt schon, nicht kaufen, witzlos, absoluter Humbug. Ja, gut. Ich habe es jetzt gemacht, nur um euch das zu zeigen. Jo. Ich habe noch was vergessen. Das Wichtigste, Ananas. So. Den Butcher Cheese kann man kaufen, der ist mal richtig lecker. Mein Gott, so viel Müll nachher für das bisschen Zeug. Eigentlich wirklich ein Witz. So. Dann fange ich gleich mit der untersten Scheibe an. Da tun wir ganz unten eine Scheibe von diesen tollen geilen Ketchup rein. Ich fasse es nicht. Ich fasse es echt nicht. Dann braucht man natürlich eine Scheibe Ananas unten rein. So, passt wie die Faust aufs Auge. Da hauen wir jetzt etwas Curry drauf. Dann kommt eine Scheibe Käse drauf. Da kommt jetzt ein Patty drauf. Dann machen wir hier weiter. Na, komm raus, du doofe Ketchup-Scheibe. Ey. Ich könnte mich eigentlich bepinkeln vor Lachen über den Käsekuchen. So. Wo habe ich jetzt mein Curry hin? Dann tun wir hier wieder ein bisschen Curry drauf. So. Und mehr kann ich im Moment noch nicht vorbereiten, weil der Rest kommt dann auf die Patties drauf. Obwohl, ich kann mir hier eine Scheibe Käse nehmen. Da haben wir noch die Folie, dass ich das nachher auch wegnehmen kann. Sieht man das hier in dem Bereich noch? Ich klappe mal die Kamera ein bisschen weiter runter. Dann machen wir die Lagen nämlich ein klein bisschen anders. So. Kommt der Curry wieder drüber. Also der Curry über der Ananas muss einfach sein.
Halt wieder so eine doofe Scheibe Ketchup. Und nochmal so eine doofe Scheibe Ketchup. Nee, also das ist rausgeschmissenes Geld, absoluter Humbug und viel zu viel Müll. Den Käse gibt es leider bloß immer in diesen Viererpackungen. Und die restliche Ananas, Leute, die brauche ich für mein nächstes Video, was ich ja auch noch später anfangen werde. Gut, dann können wir einen Opti-Grill anfeuern. Okay, und dann wird er vorgeheizt. Habt ihr irgendwas drin? Nein. Und während der jetzt noch gerade vorheizt, ja, ein Frustteil habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich habe heute Mittag, also wo ich wieder zu Hause war, noch schnell ein Video hochgeladen. Nicht einmal 1 GB, also ein relativ kleines auf meinem Zweitkanal. Und was soll ich sagen, hochgeladen war das in 20 Minuten. Um 12:30 oder so war es hochgeladen und seitdem, jetzt haben wir es 6:30, rödelt das Ding ja auf der HD-Stufe rum. Also das hat bloß einmal SD und einmal HD, das Video, und der rödelt und rödelt und rödelt und rödelt. Ich hoffe, dass die Videos jetzt dann etwas schneller gehen, damit ihr die rechtzeitig oder noch das Wochenende zu sehen bekommt. Naja, das hoffe ich doch auf alle Fälle. Und das andere wahrscheinlich dann erst am Montag oder Dienstag. Irgendwie sowas. Aber jetzt sollte er gleich soweit fertig sein. Gerade rechtzeitig. Ja, aufgehört zum Quatschen. Dann legen wir die 2 Patties hier drauf. Dicke wird berechnet. Also die braten wir dieses Mal wirklich nicht ganz durch. Maximal bis Ende gelben, weil bis dann das Sandwich durch ist, sind die Dinger auch komplett durch. Gerade noch einen Tipp ausprobieren, wo man Zuschauer gegeben hat, da Teva reinlegen, aber ich hoffe, dass das kein Feuer fängt. Nee, sollte gehen. So, wie schauen sie aus? Das reicht, das reicht, das reicht. Ja, erstes Exemplar, Double Hawaii, hier mit dem Triple Hawaii, so. Na komm her, du Feigling. Ja, und hier haben wir jetzt ein Quattro Hawaii. So. Jetzt müssen wir natürlich auf Sandwich gehen. Da waren wir. Dann wird er wieder vorgeheizt. Und wenn er vorgeheizt hat, können wir unser Monster Yoshi Oshi Teil da drauf schmeißen. Und ich stehe. Reden erübrigt sich, wucht man den hier drauf und ich hoffe, dass der das packt von der Dick. Nein! Das war dann, glaube ich, zu viel des Guten. Tja, Freunde, auch so kann es gehen. Dann bauen wir ihn wieder zusammen. Vorgang starten. Verdammte Axt. Das war dann doch etwas zu hoch. Dicke wird berechnet. Ja, mach halt. Also jetzt bin ich ja echt gespannt. Ja, das sieht aus, Leute. Ja, das muss ich euch zeigen. Das sieht aus. Oh Mann, hey. Na, jetzt ist er halt ein bisschen schief. Wie der Turm von Pisa.
Naja gut, der fällt auch nicht um. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Tja, halten wir die Cam halt auch noch ein bisschen schief. Freunde, ich hatte gerade das Gefühl, dass das Ding auseinanderrutscht. Deswegen habe ich den jetzt nochmal raus, nochmal halbwegs gerade gerichtet. Ja, wirklich bloß halbwegs. Und vorher war er so drin und jetzt schlägt er halt so drin. Schauen wir mal, was draus wird. Es scheint so, als ob ich es wieder übertrieben hätte. Also 3 Scheiben Toast sind dann doch zu viel. Lasst einfach die Scheibe Toast in der Mitte draußen. Dann sollte es mit der Höhe noch hinhauen. Ich habe jetzt wieder gedreht, weil das Ding rutscht da drin einfach auseinander. Leider. Meine Fresse hier. Aber jetzt ist er schon flacher geworden. Ach, schau mal nach. Also ihr seht, das Ding ist weiter zu mittlerweile. Das Zeug druckt zwischen aus. Naja, dann wird es halt ein Schlachtfest. Anders kann ich das jetzt nicht sagen. Lassen wir noch eine Weile drin und lassen uns den nachher dann einfach mal schmecken, wie er rauskommt. So kommt er raus und basta. Oje, ich befürchte fast, ich habe Frankenstein Hawaii gemacht. Oh ja, mei. Geht sogar noch. Tja Leute, wenn schon alles andere daneben geht heute, naja, fast alles, warum soll das Ding dann gelingen, aber es ist ein Quattro Hawaii. So. Jetzt ist auch schon wurscht, wie ich den anschneide. Jo, die Patties sind durch. Wunderbar. Und probieren wir mal irgendwie ein Stück. Ob ich das komplett in mein Goschnei kriege, probieren wir es aus, dann sehen wir schon. Also wenn ich es mal jetzt reinschiebe, verbrenne ich mir definitiv auch noch die Gosch heute. Oh, lecker! Ey Leute! Geil! Leider etwas zu hoch für den Opti-Grill. Hätte ja funktionieren können. Also, lass die Toastbrotscheibe in der Mitte raus und dann sollte es funktionieren. Tja, Freunde, ich werde jetzt speisen und dann gehe ich gleich in die Produktion vom nächsten Video, das hoffentlich zu 100% klappen wird. Aber da bin ich mir eigentlich sicher, dass ich da keine Probleme mehr habe. Oh, verrückter Tag heute. Tschaikowski, bis morgen, übermorgen, zum nächsten Mal und weg.